Mama, Papa? Ja, mein Kind? Kann ich WhatsApp? Was ist das denn? Oh, Papa, damit kann ich mit meinen Freunden schreiben und Videos und Bilder schicken. Aha, ich google das mal. Aha, interessant. Oh je, und nun? Das können wir so nicht machen, dann müssen wir uns erstmal die AGBs durchlesen. Das heißt im Klartext: Eine Woche später in der Schule. Herzlich willkommen auf unserem Elternabend. Wie Sie wissen, hat WhatsApp die AGBs geändert. Eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe für die Klasse ist nun leider nicht mehr möglich. Außerdem ist es in der letzten Woche zu Cybermobbing-Vorfällen gekommen. Ich möchte Sie als Erziehungsberechtigte bitten, Ihrer Verantwortung zum Umgang mit digitalen Medien nachzukommen. Wir in der Schule haben gemeinsam mit den Kontaktpolizisten vor Ort und den Sozialpädagoginnen ein Präventionsprogramm entwickelt. Und was machen die da? Mandalas mit WhatsApp-Apps ausmalen? Mathe und Deutsch sind doch viel wichtiger. Das natürlich nicht. Wir werden mit Hilfe von Fallbeispielen Chancen und Risiken von Mediennutzung thematisieren. Außerdem sollten Sie wissen, dass eine Nutzung des Messenger-Dienstes WhatsApp erst ab 16 Jahren gesetzlich erlaubt ist. Ihr Kind lernt in unserem Programm viel über Medienkompetenz. Hier sind auch Sie als Erziehungsberechtigte gefragt, zu Hause das Thema weiter zu besprechen. Ich kann Ihnen die Internetplattform clicksafe.de empfehlen.